Interessant ist, eben wenn ein Referent kommt, ein neuer, ist möglich, dass er einen Einspruch hat zum Referenten vorher und dann referiert er. Nachher kommen Leute zu mir und sagen, das würde ich jetzt aber nicht unwidersprochen lassen, was er gesagt hat. Wir könnten freilich hier die ganze Nacht und wochenlang miteinander diskutieren und dafür und da wieder und dafür und da wieder. Aber ich möchte sagen, wir sind eigentlich nicht hier, um alles richtig zu machen. Das sagen wir bei jeder AZK wieder. Wir sagen nicht, hier kommst du hierher und alles, was gesagt wird, musst du einfach schlucken. Wir sind hier, um zu hören. Und ich bin froh, wenn wir mal lernen, einfach zuzuhören und dann nach Hause zu gehen, vielleicht mal darüber zu beten als Christ, bevor man alles mögliche, die alten Schubladen zieht. Und das hat nicht genau in meine Schublade gepasst. Ich höre immer wieder Dinge, die völlig neu sind, anders, gegenteilig, aber das spielt doch keine Rolle. Es ist eine Antizensurkoalition. Hier darfst du auch Dinge sagen, die dem halt mit Mainstream mitgehen, wo ich sage, ich bin nicht auf dieser Linie, aber muss ich jetzt einen Streit führen? Das, was wir hier miteinander lernen möchten, ist, dass wir Rechtschaffenheit anstreben. Ja? Natürlich ist es gut, miteinander zu sprechen, Dialoge zu führen, anders geht's nicht. Wie es der Dr. Zeidan gesagt hat, Bildung, wir müssen uns weiterbilden, wir müssen neu denken lernen. Aber in erster Linie geht es darum, die Herzen auszurichten. Wir können zusammen Gutes tun, wir können zusammen die Probleme lösen, die wir hier unten haben, ob wir uns theologisch schon eins sind oder nicht. Ja. Aber wenn man jeden Ansatz von Lieblichkeit gleich im Keim erstickt, nur weil das theologisch nicht passt oder weil man sagt, das ist vielleicht eine krumme Sache, eben dann geht jeder seinen Weg. Wenn du sagst, diesem Dr. Zeidan vertraue ich nicht, dann vertraust du nicht. Das ist deine persönliche Geschichte. Ich lerne in meinem Leben, ich öffne das Herz diesen Menschen, die mir die Frequenz, die Seite anschlagen in meinem Herz. Eben, im Anfang war das Herz. Wir versuchen wieder die Sprache des Herzens zu sprechen, nicht die des Verstandes.